die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Als wir im Kindergarten waren, dass noch die Schlafraupen kein Corona war. Und noch kein Corona war. Oh, da hat die Alina ganz ganze Zeit nur Schnee gegessen. Und ich auch mal. Oh, du! Was Mama Mutti? Mutti? Zombiefüße. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt mit meinen Mädels ein bisschen gekuschelt. Die werden jetzt gleich mit dem Papa rausgehen. Die sind ja zu Hause, habt ihr sicher mitbekommen. Wahrscheinlich ist es auch überall bei euch auch so, dass jetzt ein zweiter Lockdown ist, egal ob ihr in Österreich oder in Deutschland wohnt. Und bei uns ist das halt so mit den Kindergartenkindern, dass wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, die Kinder zu Hause zu betreuen, dann soll man sie halt zu Hause betreuen. Wir arbeiten ja von zu Hause, deswegen habe ich es jetzt diese Woche mal zu Hause. Aber ich habe schon mit dem Kindergarten telefoniert, weil ich brauche auch zwischendurch Tage, wo ich mal arbeiten kann, wo wir wirklich in Ruhe fokussiert arbeiten können. Das ist mit den Kleinen zu Hause nicht so gerade einfach, weil die wollen halt beschäftigt werden natürlich. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen... Ja, Baby. Ja, der Papa kommt ja. Auf jeden Fall, sind die Kinder jetzt noch zu Hause die Woche und nächste Woche gehen sie 2 Tage und die Woche darauf 3 Tage, haben wir jetzt so ausgemacht, damit sie jetzt nicht jeden Tag gehen, damit der Kindergarten auch nicht komplett ausgelastet ist. Es gibt andere Kinder, die, glaube ich, täglich gehen, weil natürlich die Eltern irgendwie angestellt, beschäftigt sind und Vollzeit irgendwo, da ist es natürlich verständlich, logisch, ne? Wenn die irgendwo hin müssen, im Handel arbeiten oder Polizisten, Feuerwehr oder so, ist logisch, ne? Ja, und was ihr vielleicht auch mitbekommen habt, heute ist ja Donnerstag und am Montagabend war in Wien ein Terroranschlag. Das war echt ernüchternd, schockierend, es ist kaum in Worte zu fassen. Also ich meine, sowas ist immer so weit entfernt von einem, man kennt das nur aus Nachrichten, aus dem Fernsehen, und plötzlich ist es dann so nahe bei einem selbst. Also ich meine, wir selbst wohnen ja nicht direkt in Wien, wir wohnen in Niederösterreich, aber sehr nahe an Wien, und dort, wo das Ganze passiert ist, war auch ich öfters mit meinen Freundinnen was essen oder mit der Familie spazieren oder auch, wie gesagt, was essen. Das ist wirklich so tragisch und sehr schockierend. Tage wirklich ganz bewusst. Lara schleicht hier rein und holt sich was aus der Naschlade. Aber nur eine Kleinigkeit, weil wir werden dann Mittagessen, gell? Ja, also das ist auf jeden Fall furchtbar, furchtbar traurig, und ich habe auch gehört, dass darunter den Toten scheinbar auch ein jüngerer Bursche war. Nochmal, es ist sowieso erschreckend und furchtbar und weiß ich nicht. Und dann hört man, wenn es jemand jüngerer ist, das ist dann ein Snickers. Okay. Auf jeden Fall zurück zum Alltag. Wir werden jetzt gleich kochen. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Also heute koche ich. Ich habe mir vorbereitet, also einen kleinen Essensplan gemacht für die Kinder. Und für die Kinder gibt es heute, weißt du es? Fleisch. Hühnerfleisch, also so ein Paprikahühnchen mit Soße und mit Reis. Und ich zeige euch dann auch, wie ich das zubereite. Und heute werde ich euch auch noch ins Krankenhaus mitnehmen, soweit es geht, weil heute habe ich meinen ersten... Ah, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oh mein Gott. Also, ich wollte eine Hausgeburt machen, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und es ist gar nicht so einfach, hier in dieser Gegend, wo wir wohnen, eine Hebamme zu finden. Und ich setze mich mal kurz hin. Ich bin schon richtig aus der Puste. So, die Kugel wächst ja dahin, ne? Auf jeden Fall. Hausgeburt. Ich wollte eine Hausgeburt. Ich bin schief. Aber das Problem ist, ich habe keine Hebamme gefunden, die so nahe bei mir wohnt, dass sie schnell hier sein könnte. Natürlich habe ich 2 Hebammen gefunden, die eventuell
es einrichten könnten. Aber das hilft mir dann auch nicht viel, wenn die Hebamme in einer Stunde da ist. Und meine Sorge ist ja, dass das Fünfte so schnell kommt, dass... ja, jetzt kommt die Sonne richtig rein. Super. Oh Mann. So, da geht's jetzt. Die Sonne nicht so stark. Auf jeden Fall, meine Sorge ist ja eher, dass ich dann das Baby so schnell bekomme. Und dann bin ich im Krankenhaus einfach schneller. Also ins Krankenhaus brauchen wir von hier circa 15 Minuten. Und deswegen habe ich mich jetzt dann dazu entschlossen, bevor ich jetzt zu Hause auf die Hebamme warte, und vielleicht schafft sie es auch gar nicht rechtzeitig, vielleicht hat sie gerade eine andere Patientin, das kann man nie so genau planen, dann ist mir das lieber, dass ich dann ins Krankenhaus fahre. 15 Autominuten, ich schaue, dass ich mich schnell fertig mache und das Haus schnell verlasse. Und dann schnell ins Krankenhaus. Und auf jeden Fall eine ambulante Geburt, weil ja wegen Corona und so habe ich da keinen Bock im Krankenhaus herumzuliegen, ehrlich gesagt. Also das heißt, Baby gebären, so, wenn alles gut verläuft natürlich, dann sofort nach Hause mit dem Papa. Und ja, das haben wir jetzt so beschlossen, weil es, ja, einfacher ist. Mama, ja? Du weißt nicht, wie ich weiß. Wo dein Schuh ist? Hast du ihn nicht gefunden? Na gut, ich suche mal mit dir. Na gut, mein Lieber, ich gehe mal mit der Luisa ihren Schuh suchen. Ach, die Sonne knallt so krass rein. Und dann werde ich kochen. Zeige euch dann gleich was. Den Reis habe ich übrigens schon hier im Kochen. Und den habe ich in ganz lange gewaschen. Das ist ganz wichtig bei Reis. Und ja, ich habe ja meine Zutaten. Ich habe Hühnerbrustfilet, Tomatenmark, ein bisschen Schlagsahne, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz, Olivenöl, eine rote Paprika und zwei Tomaten. Und das war es eigentlich. Ein ziemlich einfaches Rezept. Ich muss die ganzen, also Knoblauch vergessen. Und werde auf jeden Fall jetzt gleich mir Handschuhe anziehen, weil ich mag keinen Knoblauch und ich mag ihn nicht an meinen Händen riechen. Deswegen werde ich beim Schnibbeln Handschuhe tragen. Außerdem habe ich mich gestern noch geschnitten beim Messer. Deswegen, ja, so besser. So, meine Lieben, Essen ist fertig. Ich habe auch gleichzeitig schon den Tisch gedeckt, habe alles so hergerichtet und jetzt habe ich kurz aufgemacht, weil die Sonne weg war. Jetzt ist die Sonne wieder einmal. Schön, dass die Sonne da ist, aber die blendet so blöd rein. So, besser. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch schon den Tisch gedeckt. Ich werde mich jetzt aber schnell umziehen, also nur eine andere Hose, weil ich muss los. Ich habe das ja gar nicht mehr gesagt. Ich habe jetzt einen Krankenhaustermin zum CTG, zum ersten CTG. Das ist bei meinem Krankenhaus so, da habe ich auch die Lara und die Luisa geboren, in Bunden. Und da gibt es das erste CTG, ich bin jetzt in der 31. Schwangerschaftswoche, morgen komme ich dann in die 32. Also ja, ziemlich spät ist da die Geburtsanmeldung. Besonders was das der Buße. Und werde mir jetzt schnell eine Hose anziehen, eine richtige, eine Draußenhose. Und dann werde ich losdüsen. Und die Kamera werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Werde ich dann zu Hause lassen. Vielleicht filmt der Papa noch ein bisschen. Und ja, mal schauen. Ich werde vielleicht mein Handy ein bisschen beim CTG filmen. Und ja, also gut. Bis nachher, meine Lieben. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Garten. Die Mama ist zum Arzt gegangen, also für ein CTG. Und wir waren schon im Haus, wir haben schon was gegessen. Und jetzt sind wir wieder im Garten. Wie man sieht, wir haben hier die ganze Blätter, was im Garten bei uns am Boden gelegen ist, gesammelt. Und alles daher gebracht und jetzt werden wir eine Höhle daraus bauen, oder? Ja.
schummeln. Ich werde nicht schummeln, ich verspreche. Okay, ich werde zählen. 1, 2, fertig! Nein, ich hab's dann. 3. So, mal die Kinder jetzt. Sophie, wo sind die Kinder? Lara, Luisa. Da seid ihr. 1 und 2. Ein. Nicht schummeln. Es geht! Du kannst dich überall verstecken, wo du willst. Okay, jetzt zähle ich. Ja, kann ich mich verstecken. Okay. Komm, Luisa, jetzt musst du dich mit der Lara verstecken und der Papa zählt, ja? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ich schummel, Papa. Ich schummel nicht. Es geht? Nein. Ja, geht. Okay. Ich komme. Soll ich kommen? Na gut. Au. Lara. Nicht du. Lara? Hast du die Lara gesehen? Hast du die Lara nicht gesehen? Hast du die Lara gesehen? Hast du die Lara gesehen? Ja, zeigst du mir, wo die Lara und die Luisa sind. Wir kommen! Aha! Da sind die zwei Ratons. Ente, Ente, Ente. Ich habe euch gefunden! Wieder. Einen ganz krassen Sprung jetzt hier im Vlog. Ich habe euch ja eigentlich versprochen, dass ich euch ein bisschen mitnehmen werde, also zumindest mit dem Handy. Dem war aber leider nicht so. Ich habe ja heute Krankenhausanmeldung gehabt und früher, also zumindest bei der Lara und der Luisa war das damals so, da hat man bei der Krankenhausanmeldung noch ein CTG gemacht und einen Ultraschall.
Das war heute nicht vorhanden. Heute war eine halbe Stunde lang so ein Gespräch mit einer Hebamme. Zufälligerweise war es auch die Hebamme, die die Luisa zur Welt gebracht hat. Ganz witzig. Sie konnte sich jetzt nicht erinnern, natürlich. Die kriegt wahrscheinlich so viele Babys. Aber ich kann mich ganz, ganz gut an sie erinnern, vor allem an ihre Stimme. Weil man hört sie auch bei uns im Video, wie sie sagt, 7:49 Uhr. Und das hat sich, diese Stimme hat sich so in mein Gehirn gebrannt, als sie heute Grüß Gott gesagt hat. War so, ah, das ist die. Ja, auf jeden Fall war das Gespräch super nett und super toll. Wir haben uns nochmal so ausgetauscht, wie das ist mit dem Papa, wann der rauf darf. Und ja, ich möchte eine ambulante Geburt, das habe ich ja auch nochmal gesagt. Weil das wollen ganz, ganz viele Frauen aktuell. Also, weil, ja, viele wollen halt nicht bleiben, wenn alles passt. Man muss sich dann natürlich um eine Nachsorgehebamme Nachsorgehebamme kümmern. Auf jeden Fall, Geburtsanmeldung habe ich heute hinter mich, kein CTG. Deswegen habe ich auch die Kamera natürlich nicht einschalten können, weil ich habe die ganze Zeit nur mit der Hebamme halt gesprochen. Und ja, jetzt habe ich einen Termin in der 37. Schwangerschaftswoche. Das ist dann der Termin fürs CTG. Und für den Ultraschall, also ja, also der Frauenarzt bei uns in Österreich macht keine CTG-Untersuchung. Ich glaube, in Deutschland ist es aber, soweit ich es bei anderen so gesehen habe, ganz üblich, aber bei uns in Österreich nicht. Also ihr könnt mir gerne erzählen, wie das bei euch ist, was ihr, egal ob ihr aus Österreich, Deutschland, Schweiz oder so kommt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es überhaupt bei euch war. Der Papa, der darf nicht sofort mit rein, hat sie auch gesagt. Der muss unten warten. Ich sag's euch, das stresst mich irgendwie voll. Also der Papa, der dürfte nicht sofort mit rein, außer es ist ein Blasensprung und es sind so starke Wehen, dann gibt's Ausnahmen. Ich muss keine Maske während der Geburt tragen. Ich muss einen Corona-Test machen dort. Und sie als Hebamme trägt so eine FFP2-Maske oder FFP3 sogar, glaube ich. Also sie ist die Maske, die sie schützt und andere schützt. Und der Papa, der kriegt dann auch so eine Maske, hat sie gesagt. Und ich muss halt einen Corona-Test machen. Aber egal, ob der Termin, also das Ergebnis kommt ja erst ein, zwei Tage später. Das ist egal, hat sie gesagt. Nur damit sie halt wissen, okay, ob man in Kontakt gekommen ist und so weiter. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es laufen wird. Ich muss mir auf jeden Fall trotzdem um eine Nachsorgehebamme bemühen. Das wird natürlich nicht so schwierig sein, weil es ist schwieriger für mich gewesen, eine Hausgeburthebamme zu finden, weil das außerdem nicht jeder anbietet. Und eine Nachsorgehebamme finde ich schon, das ist kein Problem. Der Papa ist mit der Michelle jetzt in der Küche und fragt sie in Geografie ab, weil die hat ja ihren Test morgen. Okay. Und ja, ich habe jetzt mein Laptop hier her mitgenommen und werde hier ein bisschen was arbeiten und den Kleinen zuschauen, wie sie spielen. Hat sie ein Klo hier? Ja. Ah ja, ich habe sie wirklich ein Klo. Jetzt sitzt sie auf der Pipi-Box, ha? Das ist eigentlich ein Playmobil-Haus, aber das ist ein Sylvanien-Haus. Und das Bett ist auch ein bisschen kleiner. Mama, das ist voll kleiner, Katlo. Ich bin der Papa. Ich bin der Papa? Ja. Das ist der Papa, oder? Ja. Okay. Kinder. Essen ist fertig. Kommt okay, nach. Ich komme. Setzt euch mal hin. Du bist so klein, Papa. Ich bin geschrumpft. Krieg ich ein Pussy. So, setzt euch hin. Ich habe euch Spaghetti gekocht. Lecker, schmecker. Kuss. Mama geht gut aufs Klo. Papa geht gut aufs Klo. Okay. Plötzlich müssen alle jetzt aufs Klo, oder was? Wieder aufs Klo. Hände waschen bitte auch, gell? Okay. Nicht nur hin. Bist du fertig mit Klo? Ich schau mal, was der Papa mit der Michelle macht. Ich glaube, die lernen für Geografie. Was? Landwirtschaft. Das ist auch eine thematische Karte. Zeig zum Beispiel ein Thema. Michelle. Zum Beispiel rot ist es wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Die Karten sind immer beschrieben an der Außenseite, wo es das ist.
gibt keine Traktoren. 50 Anteil an alle Land. Genau. In Prozent. In Prozent. Und das ist eine thematische Karte, weil das zeigt ein Thema. Ja? So, meine Lieben, es ist soweit. Wir werden jetzt den Vlog beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao.